Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich den No-Loss-Glitch für euch am Start. Und zwar ist es mit diesem Glitch möglich, keine Niederlagen in FIFA 18 mehr zu bekommen. Aber Leute, ganz, ganz großes Achtung, die Gefahr, gebannt zu werden, ist unfassbar hoch. Und ich würde es euch allgemein auch nicht empfehlen, nachzumachen, da ich es auch einfach enorm unsportlich und unfair gegenüber den anderen FIFA-Spielern finde. Die Frage, die ihr euch halt stellen müsst, ist, wollt ihr wirklich so zum Beispiel mal Elite schaffen? Wollt ihr so ein 38-2 schaffen? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich würde es nicht wollen, das macht man einfach nicht, Leute. Aber ich werde euch das Ganze trotzdem heute ein bisschen näher bringen und einfach mal erklären, was es überhaupt mit diesem No-Loss-Glitch auf sich hat. Denn es ist ja an sich schon eine sehr interessante Sache, vor allem weil EA den einfach nicht wirklich wegbekommt. Den gibt es eigentlich schon seit Beginn von FIFA 18 und jetzt kommt er eben wieder ein bisschen ins Rollen und jetzt entdecken den wieder mehr Leute für sich. Aber das ist natürlich eh ziemlich gefährlich, das Ganze. Denn die meisten Leute, die diesen No-Loss-Glitch machen, die werden sowieso weggebannt. Also wie gesagt, nochmal der Hinweis, Leute, macht diesen No-Loss-Glitch bitte nicht. Oder wenn ihr ihn macht, macht ihn auf eigene Gefahr. Und ja, kommt dann aber auch bitte damit zurecht, wenn ihr gebannt werdet. Okay, Leute, wir starten jetzt einfach mal rein mit ein paar Tweets, die große YouTuber bzw. E-Sportler auf Twitter gepostet haben. So, der erste Post ist direkt von einem der bekanntesten YouTuber / E-Sportler in, ja, der deutschen Szene einfach. Und wir lesen das Ganze mal vor. Dieses Wochenende wird es wohl kein Foot Champions geben. Zu sehen, wie andere Spieler, teilweise Vorbilder für viele junge Menschen, glitschen, betrügen, ist einfach ein Genickbruch für all diejenigen, die es sich Woche für Woche fair erarbeiten. Und dieser Tweet hat, finde ich, so eine gute Aussage, denn allein das Glitchen ist eigentlich kompletter Bullshit. Sowas macht man einfach nicht. Das ist verdammt unsportlich und das gehört sich einfach nicht. Dennoch gibt es halt viele Leute, die da komplett drauf scheißen und das trotzdem machen. Und das sind dann eben die Leute, die dann plötzlich in der Top 100 sind, weshalb auch immer, ja. Und der Tweet hat auch noch einen zweiten Teil, den lese ich auch nochmal schnell vor. Und das sind offenbar die Leute, die uns / mir öffentlich unterstellt haben, wir wären nur so gut, da wir nah an den EA-Servern leben. Da gab es nämlich viele Vorwürfe, dass irgendwie deutsche E-Sportler besser sind, weil sie näher an den Servern leben, was aber, glaube ich, kompletter Bullshit ist. Ich weiß es aber auch nicht. Und dann schreibt er weiter, FIFA ist ein Business, für einige Pros mittlerweile unser Job. Ich hoffe, EA sorgt für einen fairen Wettbewerb. Cheating hat im E-Sport keinen Platz. Also wirklich, ich finde den Tweet von Tim Latke sehr, sehr gut und der beschreibt das Ganze eigentlich auch gut, wieso man das eben nicht machen sollte. Ja, der nächste Tweet ist dann vom Mo Aubameyang, auch ein E-Sportler aus der deutschen FIFA-Szene und er schreibt, ich könnte den Glitch jede Woche benutzen, ohne erwischt zu werden. Das Ganze ist übrigens möglich, weil er halt natürlich E-Sportler ist und er sowieso oft ein 40-0 erreicht, deswegen wird es wahrscheinlich keinem auffallen, dass er auf einmal in der Top 100 ist. Und er schreibt dann, meiner Meinung nach sollte keine Weekend League mehr stattfinden, bis EA eine Lösung gefunden hat. Also das wäre schon ein echt harter Brocken, wenn da auf einmal keine Weekend League am Start wäre, denn ich persönlich spiele Weekend League gerne, auch wenn es natürlich oft ja sehr, sehr stressig ist und dann auch irgendwie ein bisschen abfuckt manchmal. Aber ohne Weekend League wäre das ganze Spiel irgendwie doch ein bisschen lame, also das muss man echt so sagen. Ja, es könnte aber eben, wie gesagt, sein, da jetzt eben Tim Latka und Mo Aubameyang schon meinten, dass es vielleicht eben keine gibt, dass es wirklich keine gibt in dieser Woche. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie sie sich alle sehr korrekt zu dem Thema äußern und da natürlich auch die Vorbildfunktion gut nutzen, ne? Ja, und dann habe ich noch einen Tweet vom Julius von FGU. Er schreibt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt einen Glitch, mit dem man die Verbindung zum Gegner abbrechen kann, ohne eine Niederlage zu bekommen. Die Weekend League wird womöglich diese Woche nicht stattfinden. Also auch hier wieder der Ansatz, dass die Weekend League gar nicht stattfinden wird. Ja, und er deutet es eh schon an, also man kann die Verbindung irgendwie abbrechen und bekommt dann keine Niederlage. Wie das jetzt genau funktioniert, werde ich euch dann auch nochmal erklären. Also ganz genau kann man es eh nicht erklären, weil es halt ein Glitch ist und das heißt ja immer, dass das Spiel instabil ist. Das heißt, das könnte bei jedem ein bisschen anders sein, aber ich werde euch halt ungefähr sagen, wie das funktionieren könnte, ja. Aber wie gesagt, ihr werdet sowieso dafür weggebannt, deswegen ist es eigentlich eh ziemlich irrelevant. Ich werde es euch aber dennoch mal zeigen. Und zwar müsst ihr halt einfach nur, wenn ihr hinten liegt, eure Verbindung zum WLAN trennen und dann werdet ihr halt von den Servern gekickt und dann bekommt ihr aber keine Niederlage. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie 3-0 hinten wart und dann eben die, dann wisst ihr schon, ja, ihr verliert eh in der 85. oder so und dann trennt ihr die Verbindung zum WLAN, dann bekommt ihr den Disconnect, dann geht ihr wieder rein ins Spiel und dann habt ihr aber keine Niederlage bekommen. So funktioniert dieser Glitch, ja, also das kann eh jeder machen.
Und das ist den Leuten auch teilweise unabsichtlich passiert. Zum Beispiel hat Julius eben eh auch gepostet, dass er irgendwie zweimal gekickt wurde und dann aber ja keine Niederlage bekommen hat. Und das wollte er eigentlich gar nicht. Aber natürlich, im Endeffekt ist es besser, wenn du gekickt wirst, dass du dann keine Niederlage bekommst. Aber diesen Kick, diesen Disconnect, den kann man eben selber herbeiführen. Deswegen ist da eben diese Lücke da, um diesen Glitch durchzuführen. Das Problem an dem Glitch ist halt, dass es wirklich deppen einfach ist. Das kann jeder nachmachen. Das ist halt einfach wirklich sehr, 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 sehr einfach. Und das ist wirklich ungut von EA, dass sie das immer noch nicht ordentlich gepatcht haben. Ich meine, sie haben jetzt echt schon einige Patches rausgebracht in FIFA 18, aber der Glitch, dieser No-Loss-Glitch, der ist eigentlich seit Beginn FIFA 18 da. Und das kann eigentlich so nicht weitergehen. Vor allem, weil das eben, wie gesagt, auch viele E-Sportler betrifft und die verdienen ihr Geld damit. Ja, die hängen davon ab, ob sie jetzt ein 40-0 schaffen oder kein 40-0. Und wenn dann eben ganz, ganz viele andere Leute auch ein 40-0 schaffen, nur weil die eben schummeln und cheaten, ne, dann haben die natürlich eine geringere Wahrscheinlichkeit, auch in die Top 100 zu kommen. Und das ist alles andere als gut, Leute. Deswegen hoffe ich, dass EA das in nächster Zeit unbedingt patcht, denn so kann es halt wie gesagt echt nicht weitergehen. Jetzt möchte ich euch noch kurz eine Erfahrung aus der letzten Zeit mitgeben. Und zwar hat ein Kollege von mir diesen Glitch schon mal so ein bisschen ausgenutzt. Nicht wirklich, es war bei ihm halt auch so, dass er eben gemerkt hat, immer wenn er einen Disconnect bekommt, er hat halt keine Niederlage bekommen. Dann hat er halt mal das Ganze so ein bisschen probiert und hat sich dann im Endeffekt in Gold 3 reingeglitscht, unter Anführungszeichen. Die Folge davon war allerdings, dass er die Weekend League Belohnungen nicht bekommen hat in der nächsten Woche und eine Meldung in FIFA aufgeschieden ist, dass er eben geglitscht hat. Und das wusste EA. Und die Strafe für ihn war halt einfach, er bekommt die Belohnungen nicht. Die Strafe hätte aber auch sein können, dass er gebannt wird. Also das ist schon echt verdammt gefährlich. Deswegen, wie gesagt, ich würde es euch nicht raten nachzumachen. Deswegen nochmal, ich würde es euch nicht raten. Es ist einfach verdammt gefährlich und es ist auch einfach sowas von unsportlich und asozial gegenüber den anderen Spielern. Ja, okay, das ist eigentlich an sich jetzt dieser No-Loss-Glitch. Ich habe jetzt aber auch noch einen weiteren Post gefunden in einem EA-Forum und da geht es halt darum, dass jemand gespielt hat bis zum 21. Game und da stand er irgendwie 13-7 und er wollte halt natürlich weiterspielen, dass er schön die 40 Spiele voll hat und vielleicht einen guten Rang erreicht und er konnte es aber nicht fertig spielen, weil er irgendwie 12 Spiele hintereinander immer einen Disconnect bekommen hat. Er hat zwar dafür keine Niederlage bekommen, also er ist immer noch 13-7 gestanden, auch nach 12 Disconnects, aber er konnte die Weekend League halt nicht fertig spielen. Und es war nicht möglich, ein Spiel zu spielen, ohne dass er gekickt wird. Das heißt, er konnte es nicht vollenden. Er konnte die Weekend League nicht fertig spielen und das ist halt dann eigentlich noch viel, viel blöder für ihn. Also, was bringt dir ein No-Loss-Glitch, wenn du die Weekend League dann nicht fertig spielen kannst? Und das ist halt eben der Unterschied zu dem No-Loss-Glitch. Beim No-Loss-Glitch kannst du eigentlich an sich das Ganze selber händigen. Du kannst den Disconnect selber herbeiführen. Und da war es dann eben so, dass er immer einen Disconnect bekommen hat und dadurch halt wirklich die Weekend League einfach nicht vollenden konnte. Ja, Leute, das waren jetzt, denke ich, genug Infos zum No-Loss-Glitch. Es ist eine sehr interessante Sache und ich hoffe, dass EA das demnächst auf jeden Fall patcht und dass es nicht zu viele Leute ausnutzt. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, war es jetzt auch schon mit dem Video. Leute, checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Ich habe die Beschreibung mal komplett aktualisiert, also die Links sind da auch ein bisschen neu. Also checkt das gerne mal ab, würde mich sehr freuen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Schreibt mir eure Meinung zum No-Loss-Glitch gerne mal in die Kommentare. Findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Ich denke mal, die meisten werden es eh schlecht finden, hoffe ich zumindest. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao!